Sehr schön. So, dann muss natürlich unser Schild wieder vor die Tür. Natürlich. So, herzlichst. Herzlichst habe ich geschrieben. Willkommen. Oh. Hier wohnt das Paar Renate und Herbert. Betteln und Zombie. Bin schon. So. Ist schon weg. Das ist unser Guy. Wie heißt der? Guy. Ja, Garrett heißt er. Früher hieß er Guy. Das ist quasi der, der dir so ein paar Tipps gibt am Anfang. So, nochmal. Herzlichst willkommen. Betteln und Hausieren verboten. Sparen. So. Wo bist denn du? Ich hab noch eine kleine Steinmauer gebaut. Da. Hier bin ich. Ach, hier bist du. Da bist du. So, kommen wir mal rein. Alter. So, dann machen wir oben nochmal den letzten Zaun hin. Und dann gehen wir hier doch mal in die Tiefe. Das war am Anfang ein bisschen langweilig, aber wir unterhalten uns ja nett. Genau. Wow. So, ich mach mal hier drüben gleich wieder zu. Herbert, Vorsicht. Du Zombie-Dingens. So. Ach, komm schon. Alter. Alter! Stirb! Also was ich noch neulich angefangen habe zu gucken, ist hier Dingens. Ah. Wie hieß das denn? Mit Kevin Spacey? White, White Cards? Irgendwas mit Cards. House of Cards. House of Cards, ja. Ist sehr genial, macht schon viel Spaß. Manchmal ein bisschen zäh, aber Kevin Spacey spielt die Rolle halt einfach ziemlich cool. Ja. Hat auch mehrere Preise bekommen, glaube ich. Ja, also so richtig der abgefuckte, korrupte Hurensohn, wenn ich das mal so sagen darf. Aber dennoch sympathisch in irgendeiner Weise. Und was habe ich noch? Tatortreiniger habe ich noch ein paar Folgen zu schauen. Kennst du das? Ja. Ja, aber ich habe es nie geguckt. Ich weiß auch nicht, um was geht's da eigentlich? Das ist mit Bjarne Mädel. Deutsche Serie jetzt, oder? Ja, ja, genau. Okay. Bjarne Mädel ist der Ernie aus Stromberg. Ja, ja, das sagt mir. Und mit Tatortreiniger ist er quasi ja ein Tatortreiniger. Das heißt, er ist in verschiedenen Wohnungen oder Orten und muss die reinigen, nachdem der Tatort, also nachdem das Ganze quasi geklärt ist. Und erlebt dann da quasi so Stories. Okay. Ist ganz witzig. Kann ich empfehlen. Ist eine Hamburger Produktion. Oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott. Ich räche dich und sterb mit. Wir müssen nach oben hin zubauen. Kommen die nicht irgendwie... Und was war doch, dass die auch durch die Dreckwände kommen, wenn die lassen, oder? Ja, das Ding ist, die spawnen halt direkt über uns. Wow, jetzt hat mir der Server das auch angezeigt. Man merkt, dass deine Verbindung ein bisschen blöd ist. Aber macht nichts. Ist nicht so schlimm. Oder so Holzinternet. Ja, alles gut, alles gut. So, also wir müssen immer so ein bisschen über uns bauen. Weil wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn du mal runterkommst gleich, machen wir einfach mal hier oben dicht. Zack, zack. Es kommen keine Zombies mehr von oben. Ja, und das spielt auch in Hamburg. Okay. Und es ist sehr witzig, sehr guter Humor. Macht viel Spaß. Kann ich mir das echt mal merken. Ich habe jetzt keine Serie, ich gucke jetzt aus, nicht aus Langeweile, sondern irgendwie gesetzte Serie. Ich habe jetzt mit Criminal Minds angefangen, warum auch immer. Hat meine Freundin ganz lange ganz viel geguckt. Ja, ich mag halt die Blonde. Elope. Meine Freundin? Achso. Weiß ich nicht, ob die blond ist. Nee, die ist nicht blond. Ich habe das immer nur so nebenbei geschaut, wenn sie das geguckt hat. Und
mal reingeguckt. Ja, dafür ist es super. Da musst du nicht wirklich so guilty pleasure-artig. Das ist schon ganz gut. Bei mir ist es noch so, ich gucke immer so, wie du Criminal Minds wahrscheinlich schaust, gucke ich DS9 halt. Also Star Trek Deep Space Nine nebenbei immer, weil das meine Lieblings-Star Trek-Serie ist. Ja, da. Ja, Star Trek, ich war immer der Babylon 5-Typ. Ach so. Also ich habe Star Trek auch geguckt, aber ich fand irgendwie Babylon 5, weiß ich, kann man da sagen, glaubhafter? Willst du etwa das Star Trek-Universum anprangern? Ja, ich mache mir gleich wieder viele Freunde. Ne, ich habe es auch alles gesehen, aber irgendwie fand die Intrigen in Babylon 5 irgendwie spannender. Ja, das stimmt. Also schon eher so meins. Star Trek ist schon sehr glatt, das stimmt auf jeden Fall. Aber wir hatten das, ich glaube, irgendjemand hat das mal mit einer Soap Opera verglichen, also eine Soap Opera in Space. Aber vielleicht ist es auch gerade das, was ich mag, dass es so glatt ist. Möglich, klar. So heile Welt. Naja. So, hier unten baue ich erstmal zu bei den Zombies. So, wir sind jetzt hier bei Sand. Da musst du immer gucken, wenn du unten abbaust, fällt er runter. Und wenn er dir auf den Kopf fällt, nimmst du Schaden. Richtig. Aber Sand ist gut, daraus kann man Glas machen. Übrigens immer noch nicht geklärt, wie das erste Glas entstanden ist, oder? Die Geschichte mit den Phöniziern stimmt ja wohl nicht. Erzähl mal. Man hat immer geglaubt, dass Phönizier, also das war mein letzter Stand, ich habe mich damit auch nicht länger befasst, Kommentare werden mich wahrscheinlich berichtigen. Es war so, dass die Phönizier das wohl durch Zufall entdeckt haben, weil Sand an ihren Lagerfeuern irgendwie geschmolzen ist. Okay. Aber es ist halt so, dass das Lagerfeuerfeuer niemals die Temperatur erreicht, um Glas zu machen. Ja. Also das herzustellen. Ja, und da weiß man dann nicht, wie jetzt das erste Glas entstanden ist. Okay. Das war so das, was ich mal gehört habe. Wer sind denn die Phönizier? Die Phönizier sind ein Handelsvolk aus der Antike. Ah, okay. So Sparta-Zeit und so. Das heißt, man weiß es noch nicht. Also ich glaube, das erste Glas hat Laika entdeckt. Mhm. Der erste Hund im Weltall. Natürlich. Da hat er sich mit dem ersten Schimpansenweltall noch kurz geschlossen. Ja, die haben gesagt, ey, wir tun jetzt der Menschheit mal was Gutes. Mhm. Und bring mal Glas mit vom Jupiter. Mond. Oder so. Jupiter-Mond. Ja. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Was auch nicht, auch nicht. Es ist doch immer, Kaffee. Es ist immer noch Freitag, der 10. Juni. Ich habe noch Urlaub. Ich habe noch 6 Stunden Urlaub. Und mein Urlaub war viel zu kurz. Aber. Das ist ja immer. Es war seit Dezember war es meine erste Woche Urlaub jetzt. Wow. Und war halt viel zu tun beim Jochen. Und ich habe gesagt zu ihm, ey Jochen, ich gehe ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Also ich bin ja selbstständig. Ich arbeite ja quasi als Freelancer beim Jochen. Okay. Und habe ich zum Jochen gesagt, ey Jochen, bald ist die Gamescom und wenn ich keinen körperlichen Totalausfall will, muss ich jetzt eine Woche Urlaub nehmen. Hat er gesagt, jo, auf jeden Fall. Und dann habe ich eine Woche Urlaub gemacht. Naja, Gamescom ist mir zu weit weg. Wäre ich auch mal gerne wieder. Ich wäre da mal gern nicht. Und wir sind da halt dieses Jahr. Hinter dir, Vorsicht. Jo. Was? Wir drehen da für Sci-Fi, für den Fernsehsender. Für den drehen wir da ja quasi jedes Jahr so eine Sendung, die dann auf Sci-Fi läuft. Und da sind wir dann auch mit mehreren Kameraleuten und ja, dann rennst du da tagelang rum und nimmst alles auf, denkst dir vorher aus, was du, oh, der Server leckt ein bisschen, ja, schlägst ins Leere, aber du bist noch da, ne? Ich bin noch da. Okay. Du rennst... Nur, dass du die Blöcke nicht mehr aufnimmst. Ah, jetzt bist du wieder da. Ja, okay. Ja. Ja, wir müssen mal gucken, vielleicht kann ich nächstes Mal doch hosten. Dass du mir die Map einfach schickst und dann hoste ich das Ganze. Ja, mach mal das so. Ich hatte es jetzt nur nicht gemacht, weil ich
nicht meine CPU noch mehr ausreizen wollte. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Internet doch so lausig ist. Ja, aber TeamSpeak läuft super. Also, hier ist das neue Biom. Eines der neuen Biome, glaube ich. Kommen wir gleich in eines der neuen Biome. Ey, wir haben noch keine Kiste gefunden. Keine richtige, doch ein richtiges Dungeon, aber da waren so dicke Zombies. Was wollte ich denn sagen? Ja, und dann rennst du da halt tagelang rum. Die drei, also wir sind, glaube ich, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag und Freitag da. Über uns ist Wasser, Vorsicht. Vor uns? Über uns. Ach so, ja, alles gut. Mhm. Da unten ist ein erstes Spinnweben, das hole ich mir schon mal. Das holen wir uns schon mal, weil daraus können wir dann ein Bett bauen und einen Spawnpunkt machen. Und dann können wir nämlich hier auch gleich weiter wieder hoch. So. Und dann fahren wir Freitag zurück und dann übers Wochenende schneiden wir den Kram, damit der Montag gleich rausgeht. Mhm. Und das ist halt alles doch ein bisschen ressourcenfressend. Und ja, das kann ich mir glatt vorstellen. Anstrengend. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt mal Urlaub. Okay, ja, hier haben wir einen roten Bubble, Rabok. Ich glaube, wir brauchen wieder einen Hitschlitz. Ich werde mal einen konstruieren. Der ist doch nur 35, wenn ich das richtig... Red Slime 35? Hm. 35 Leben hat er? Okay. Ja, ja. Trotzdem, Hitschlitz ist wichtiger. Mhm. Ist wichtig. To survive. Ach shit, wir hätten ihn tiefer... Nein, jetzt kommt der Kleine. Okay, so kriegen wir ihn. Und den zweiten. Ah, okay, der kann nix. Alles gut. Da oben ist Kupfer, das hole ich mir mal. Ja, ich habe gestern Dark Souls 1 endlich beendet, hatte ich dir ja schon erzählt. Mhm. Und ich muss sagen, es ist nicht nur eines meiner Lieblingsspiele mittlerweile, sondern ich habe mir dann gestern auch ganz, ganz viel über die Story, es gibt so auf YouTube YouTuber, die dann die Lore versuchen zu erklären und ich muss sagen, die Lore ist schon echt, also die Geschichte dahinter schon echt krass und richtig, ja, richtig gut. Also was die sich da ausgedacht haben. Okay, Server-Lag 5000. Ja, ich merk schon. Wow. Was sieht cool aus, wenn du mit den Steinen durch die Gegend rennst. Ah, jetzt. Ich hab das auch, das irgendwas Mantis oder so, wie der hieß, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mantis? Wovon? Aber was meinst du? Das war einer, der dieses Lore zusammengefasst hat, so richtig schön mit Stories dazu erzählt und sich dann noch was ausgedacht, also um das in den Kontext zu bringen. Mhm. War sehr interessant, dem zuzuhören. Ja, ich habe verschiedene gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Keine Ahnung. Ich habe mir verschiedene Theorien angehört und im Prinzip ist es halt auch so beim Ende, dass du halt je nachdem, wie du es interpretierst, heißt es so? Mhm. Ja, heißt so. Je nachdem, wie du halt drüber nachdenkst, ist es für dich das gute oder das schlechte Ende. Also, weil du hast ja einmal am Ende, ohne jetzt, also wer jetzt Dark Souls noch nicht gespielt hat und nicht gespoilert werden will, der möge jetzt bitte die nächsten 2 Minuten den Ton ausschalten und uns nur noch beim Hacken zuschauen. Am Ende ist es ja so, dass du Gwyn tötest. Mhm. Und da habe ich auch gleich noch eine Frage an die Community, vielleicht kann mir das jemand beantworten. Und dann hast du ja die Wahl, entweder du löscht das Feuer, du entzündest das letzte Leuchtfeuer, oder aber du gehst aus der Tür raus. So. Mhm. Wenn du das letzte Leuchtfeuer entzündest, sorgst du ja quasi dafür, dass die nächste Epoche der Flamme, also wo es der Menschheit gut geht, dass die Flamme wieder brennt, durch dich quasi. Mhm. Das, was der Gwyn früher halt auch gemacht hat, nur irgendwann wurde die Flamme dann schwach und sie brauchten einen neuen Auserwählten und der Framp, diese Schlange, die da ist, der sucht ja quasi immer die Auserwählten, die Flamme wieder entzünden können, sozusagen. Und glücklicherweise, wie es der Zufall will, hat er in dir einen gefunden, wenn du gut genug bist in dem Spiel. Was haben die? 45, das kriegen wir auch hin. Erstmal Licht in der Bude machen. So, und dann haben viele gesagt, so im Netz, ja, das sei ja das gute Ende, wenn man das Bonfire zum Schluss entzündet. So. Mhm.
Und das andere Ende ist halt so, du entscheidest dich dafür, nicht das letzte Bonfire zu entzünden, sondern du gehst raus wieder aus dem Raum und wirst quasi der neue Dark Lord. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und, aber andererseits ist es ja so, dass die ewige Flamme, die muss ja nach einer gewissen Zeit wieder entzündet werden, weil die dann wieder schwach wird. Richtig. Also du hältst quasi diesen Untergang der Menschheit nur künstlich auf. So, wenn der Dark Lord, wenn du Dark Lord wirst, ist es ja so, dass du quasi, ja, die ewige Finsternis, wenn ich es richtig verstanden habe, hervorrufst und quasi nicht dieses hinauszögerst, dass die Menschheit, also dass du das mit der ewigen Flamme nicht hinauszögerst, sondern sagst, okay, jetzt ist Feierabend. Ich bin jetzt der Dark Lord und jetzt ist halt Zeit der Finsternis. So, und ich krieg das jetzt nicht mal ganz zusammen, man kann mich gerne berichtigen, ich lese mir auch gerne Kram dafür durch. Ist es ja in meinen Augen weniger verlogen, wenn ich sage, okay, jetzt ist Feierabend, ich bin der neue Dark Lord und dann ist halt jetzt Zeit der Finsternis, aber dieses ewige Hin- und Hergedödel mit einer neuen Flamme hat endlich ein Ende. Mhm. Das finde ich eigentlich eher als gutes Ende, als halt die Flamme zu entzünden. So, und ich würde da echt von Leuten, die auch Dark Souls gespielt haben, gerne Meinungen unter den Kommentaren lesen. Wer da Bock drauf hat, kann da gerne mal schreiben. Ja. Du hattest eins durchgespielt, ne? Ich habe eins und zwei durchgespielt, ja. Ja, zwei habe ich jetzt noch vor mir. Also ohne die DLCs, also ich habe die DLCs für zwei habe ich nicht bisher. Genau, und das ist nämlich meine nächste Frage. Ich habe mir natürlich die Prepare to Die Edition, ich habe sie auf dem PC gespielt. Und ich dachte, und das ist auch eine Frage an die Community, ich dachte, wenn ich Gwyn töte, habe ich danach noch Zeit, die DLCs zu spielen oder den DLCs zu spielen in den Olesseal oder wie das heißt. Mhm. Mausoleum etc. Aber falsch gedacht. Wenn du Gwyn getötet hast, beginnt halt das New Game. So, und dann kannst du halt den DLC-Kram auch nicht mehr machen. Ich habe mich so geärgert, weil im New Game Plus wollte ich halt jetzt auch nicht irgendwie den DLC machen, sondern ich wollte ihn ja erstmal als normal testen, zumal der, wie ist der, dieser eine Boss, der so derbe schnell ist, der soll ja recht knackig sein. Mhm. Also ich hatte nur den Mausoleumswächter, den hatte ich recht schnell weggenatzt, dieses Löwending mit dem Skorpidstachel. Der war jetzt kein Problem, aber da soll ja... Da haben wir nicht mehr noch. Wie hieß denn der letzte, Alter? Auch irgendwas mit A. A. War das der? Das war doch der Hund, oder? Oder die Wolf-Dingens? Nee, warte, ich schau kurz. Ich beschütze dich vor Schleim. Das ist nett von dir. Ja. Also ich habe die beiden. Hm? Ja. Also ich habe die beiden Teile auch durchgespielt. Mhm. Und also ich muss sagen, ich habe den ersten aber mit den Mods gespielt. Es gab ja diesen einen Community-Modder, der das dann auf eine vernünftige Grafik gesetzt hat, dass man das auch ertragen konnte. Ja. Und ich muss sagen, ich habe am ersten Teil irgendwie länger gehangen als am zweiten. Ja, also, das sagen ja viele, dass sie am ersten länger und dass der vor allen Dingen besser sein soll auch. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass mir der zweite auch gut gefallen kann, weil da das Menü einfach auch umgänglicher ist. Ja, das ist... Artorias, so hieß er, Artorias. Ah ja, ja. Nee, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass es gibt ja auch, ohne jetzt dazu spoilern, es gibt genug Videos auch zu der Schlange selber, die wird dann auch nochmal verschieden interpretiert und je nachdem, wie du die Schlange interpretierst, interpretierst du ja deine Entscheidungen nochmal neu. Also die Motive dieses Wächters und alles. Und ja, da soll ja noch eine zweite Schlange gewesen sein, die dich halt, die ich aber gar nicht gesehen habe, weil ich, vielleicht ist die auch im DLC, die dich sogar dazu aufruft, dass du nicht die Flamme entzündest. Mhm. Also die. Ja, ich habe da auch eine Weile gehadert, wie ich das mache, weil du spielst ja letztendlich, es gibt ja den einen richtigen Weg, gibt's ja wirklich nicht. Ja. Ja, deine Story, so wie du spielen willst, es ist deine Geschichte. Ja. Und dementsprechend habe ich da eine Weile gehadert, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe da 20 Minuten vorgesessen. Dann sogar ausgemacht und überlegt, wie mache ich das jetzt, weil ich habe da auch so meine ganz eigene Meinung zu. Und ja. Naja, das Ding ist ja vor allen Dingen, dass du dann quasi ja, also ich meine, wenn du die ewige Flamme entzündest im Ofen, und dann macht das New Game Plus ja Sinn, weil du dann quasi der nächste Auserwählte bist, der wieder dafür sorgen muss, dass die Flamme halt ordentlich brennt. Aber wenn du der Dark Lord bist und dann ins New Game Plus gehst, dann ist ja quasi dieser Flammenscheiß
ich nenne es mal einfach so, vorbei. Dann dürfte es ja eigentlich kein New Game Plus geben. Ja, aber also, doch nicht sofort, oder? Also, ja, gut, das stimmt. Nicht sofort. Ja, hast recht. Aber eigentlich ist es auch ein kleiner Logikfehler. Also da habe ich gestern drüber nachgedacht. Und was richtig cool wäre, ist, dass wenn du im New Game Plus dann nicht gegen Gwyn kämpfst, sondern gegen deinen alten Charakter. Weil du dann ja quasi der neue Flammenhüter bist, sozusagen. Das wäre natürlich richtig nice. Es gab es in einigen Spielen schon mal, dass du gegen dein alter Ego antrittst dann. Ich glaube, in einem Zelda-Spiel sogar. Ja? Ja. Okay, cool. Du gegen eine Schattengestalt kämpfst. Ich habe Zelda seit Super Nintendo nicht mehr angefasst. Ich habe ja nur Let's Plays gesehen. Hm. Also, ich will jetzt auch keinen Mist erzählen. Dass du dann halt gegen eine Schattenversion deiner selbst kämpfst oder so. Das war schon ganz cool. Ich finde, also das, hätten sie das noch in Dark Souls 1 eingebaut, das wäre richtig episch gewesen. Hast du dir denn schon Dark Souls 3 vorgestellt? Nö, ich bestelle. Die Katzen? Ich bestell eigentlich nie vor. Also so. Ich eigentlich auch nicht mehr. Einmal in der Hoffnung, dass ich es durch den Publisher irgendwie zur Verfügung gestellt kriege und andererseits, weil. Wozu vorbestellen, ganz ehrlich. Seitdem es Digitalkram gibt, kriegst du sowieso dein Spiel am Tag des Releases. Ja, aber du kriegst auch so viel Zusatz-Swag. Ja, aber. Ach. War das jetzt in dem neuen Call of Duty ein Kühlschrank? Echt? Ist wohl geleakt, dass. Ich weiß nicht, wie groß der ist, ob das jetzt so ein kleiner PC-Mini-Kühlschrank ist oder ob das ein richtiger großer ist. Mhm. Aber irgendwie kriegst du wohl einen Kühlschrank dazu. Hier ist ein Mini-Wurm. Schon gesehen. Ja, nee, also bis jetzt hatte ich eigentlich noch nie irgendwo bei einem Spiel, wo ich dachte, Alter, das muss ich vorbestellen. Was ich natürlich gerne hätte, ist, falls Bethesda gerade zuhört, ich hätte gerne für unser Büro natürlich nur die Pip-Boy Edition von Fallout 4. Ja, hast du das eigentlich verfolgt, was der Junge bekommen hat, der das in Kronkorken bezahlt hat? Nee, ich habe nur gehört, dass er in Kronkorken zahlen wollte. Hat er was bekommen? Ja? Er hat bekommen, aber ich weiß halt nicht, welche Version. Ach so. Weil ich bin jetzt gerade fleißig am Sammeln. Kronkorken bitte an mich. Ich will auch eine. Liebe Bethesda-Leute, ich nehme die gerne auch. Aber das ist halt, ja. Ja, aber ich glaube, das klappt beim zweiten Mal nicht, Ravok. Nee, ich glaube leider auch nicht. Geil, die haben eine große Kupfermine. Hm. Achso, meine Frage vorhin. Ich hatte jetzt, wie gesagt, Gwyn getötet und konnte dadurch den DLC nicht mehr spielen. Ich habe halt gedacht, dass es so. Ich habe das Dark Souls auf der Playstation, ich war halt nie ein Konsolenkind so und ich hatte Dark Souls damals nicht auf der Playstation gespielt, als es rauskam und ich dachte, dass es halt typisch ist, also dass es so DLC-typisch ist, dass du erst die Grundstory machst und dann den DLC-Kram. So dachte ich, dass es auch bei Dark Souls ist, aber dass ich den DLC-Kram jetzt gar nicht spielen kann, weil das Spiel quasi abgeschlossen ist, Alter, das hat mich echt genervt. Und gibt's da irgendeine, ich habe im Netz gesucht, aber ich meine, es gibt einfach keine Möglichkeit, den nachträglich nochmal irgendwie Safe Game zu machen. Ich glaube, du müsstest halt so eine Art Free Roaming haben in dem Spiel, so wie jetzt Dragon Age hatte. Mhm. Dass du danach halt in deinem Schloss wieder rauskommst und dann gehen kannst. Aber ich glaube, sowas hat Dark Souls an sich nicht. Nee. Also, falls jemand da irgendeine Idee hat, kann meinetwegen auch eine Cheat-Taktik sein, ist egal. Ich möchte mit meinem alten Charakter gerne die DLCs spielen. Ich brauche mal Glibber, ich habe keinen Glibber mehr. Für Fackeln. Obwohl doch, vielleicht doch. Mal schauen. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ja, und jetzt hatte ich überlegt, irgendwie, spiele ich nochmal Fallout New Vegas, aber irgendwie habe ich das halt, also ich habe das sicherlich. Ich bleib mal eben hier oben. Habe ich noch einen Pilz? Ja, ich mach den. Ich habe kleine Heiltränke. Nice. Zocke ich nochmal Fallout New Vegas. Ich habe es zwar nicht so oft gespielt wie Georg. Ich glaube, dass Georg ist tatsächlich der Mensch auf der Welt, der es am häufigsten gespielt hat. Das ist erschreckend, dass er das auch alles auswendig weiß, ne? Ich finde das aber cool. Mhm. Wie gesagt, das ist nur erschreckend. Also ich. Ich wollte jetzt sagen, von Lennart hätte ich eigentlich mehr erwartet, dass er das besser kennt. Aber man vergisst ja auch viel. Und Georg weiß halt wirklich viel über das Spiel. Aber ich habe echt keinen Glibber mehr. Kannst du Fackeln bauen? Ja. Ich müsste noch welche bauen können. Lennart hat ja auch gesagt, dass er es lange nicht gespielt hat. Aber ich dachte, dass er halt echt mehr weiß, weil er so ein großer Fallout-Fan ist. Aber jetzt lernt er ja viel über einen Georg nochmal. Hast du mir welche gegeben? Nee, wie gebe ich die Sachen, wenn ich sie jetzt in der Hand habe? Ja.
Dann dich anklicken. Ach, geht das nicht? Mit Q kannst du mit. Ach, mit Q kannst du gar nicht droppen, sorry. Dann musst du dein Inventar öffnen, das Item nehmen und es hier hinwerfen mit Rechtsklick. Okay. Dankeschön. Und meine Spitzhacke brauche ich wieder. Die habe ich dir eben aus Versehen gegeben. Hier kriegst du ein paar Heiltränke. Dankeschön. Bitte. Brauche ich nicht, du. Ich habe noch die großen. Ach, du hast noch die großen? Denk nach, ja. Sehr gut. Oh, falsche Richtung. Kommen wir nochmal her? Mhm. Oh, hops. Bitte. Danke. Ja, wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich auch nochmal Fallout New Vegas zock, weil ich bei Fallout New Vegas, also ich habe das echt auch sehr viel gespielt. Ich auch, mehr als das normal. Aber ich habe nicht alle DLCs gespielt. Ich habe mit Georg drüber geredet und zum Beispiel Dead Money habe ich gar nicht gespielt. Den DLC und der Georg meinte, dass das das absolute Abfuck-DLC sein soll, dass es richtig nervig und schwer sein soll. Du hast da wohl irgendwie ein Halsband, was explodiert, gedöns. Oh, okay. Und ich habe Bock, das zu zocken. Und dann hatte ich gedacht so, ja, aber jetzt nochmal Fallout leveln und bla, und eigentlich kennst du alles in- und auswendig und aber dann meinte der Georg, ja, so mit Level 15 könntest du die DLCs auch spielen, aber es ist halt schwierig. Und jetzt habe ich gedacht so, naja, dann lasse ich das Georg und Lennart spielen, dann gucke ich so, oh nein, scheiße. Kommst du ja auch gerade nicht mehr raus? Doch. Doch, ich baue mir hier gerade was hin, dass ich auf deinen Teil springen kann. Ne? Sehr schön. Doch, jetzt kannst du, müsstest du eigentlich hochkommen. Ja, ich habe. Oder so. Ja, genau. Ja. Und deshalb lasse ich jetzt Fallout und warte einfach auf Fallout 4 und werde als nächstes Dark Souls 2 spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Kannst du auch. Also ich werde jetzt dazu nichts sagen. Es war aber, also ich habe die, also ich habe nicht die Edition gekauft, die jetzt nochmal neu rauskam. Ja, die habe ich mir gerade noch geholt. Golla of the Last First Sin oder so. Ja, genau. Die hatte ich mir nochmal geholt, weil ich, und jetzt da ist nämlich wieder auch so ein Ding. Ich will natürlich auch das Dark Souls, das normale Dark Souls 2 Feeling haben. Das heißt, ich möchte, ich, also da könnt ihr ja vielleicht auch was zu schreiben oder vielleicht weißt du das auch. Mhm. Die haben ja die teilweise die Mechaniken der Bosse angepasst und so. War es denn so schrecklich? Also war es denn teilweise so? Nee, ne? Wenn du, wie soll ich sagen, also wenn du Dark Souls 1 gespielt hast, bist du Schlimmeres gewöhnt eigentlich. Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Nee, es ist einfach nochmal eine Benutzerfreundlichkeit, glaube ich, haben sie da nochmal ein bisschen dran geschraubt und naja, und sie sollen ja auch neue Gegner und so reingepackt haben. Ja, sie haben einige, also ich habe es in einem Let's Play mal gesehen und nimm mal das Herz, oder? Nee, nimm du ruhig, bau das ab. Und jetzt nimmst du das aus dem Inventar und aktivierst es mit Links. Moment. Inventar und mit Links. Ah, okay, cool. Hast du ein Herz mehr, glaube ich, ne? Yep, jetzt bin ich bei 2, 4, 6. Genau. Und so baut man die bis 20 auf. Okay. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, im Dschungel gibt es da noch gelbe Herzen, da kriegst du dann quasi nochmal 20 dazu. Ich will mal gucken, was da oben. Da ist eine Kupfer-Dings, da will ich hin. Ja, hier auch bei mir. Also. Ja, genau, die meinte ich. Baue ich das hier mal auf. Baue ich immer eine schöne Trippstätte. Also bei Dark Souls war es halt auch so. Oh, hier ist auch neuer Sand. Hardened Sandblock. Kenne ich auch nicht. Bei Dark Souls war es halt auch so, ich habe dann teilweise mir Sachen auch angeguckt. Zum Beispiel von Siegmeier. Habe ich die Questline nicht richtig gemacht, weil ich zum Schluss einen Fehler gemacht habe. Und das ärgert mich auch. Das ärgert mich derbe. Also ich habe quasi das Ende, ich will ihn jetzt, das Ende jetzt nicht spoilern. Das Ende am Aschesee von Siegmeier und seiner Tochter habe ich gar nicht sehen können, weil ich einen Fehler in der Questline gemacht habe, den du so aber gar nicht wissen kannst. Also nee, das ist, viele Sachen kannst du so einfach nicht wissen. Genau, ja. Genau das gleiche mit Solaire. Mhm. Ich habe Solaire zum Schluss getötet, weil er halt auf mich zugerannt ist. Ja, ich auch. Aber da gibt's auch einen Trick. Da gibt's einen Trick, dass er halt überlebt und dir beim beim Boss halt noch hilft, obwohl der Boss in dem Gebiet, wie heißt das, Aeselis mit der Hexenmutter, das ist, ich meine, das ist ja der lächerlichste Boss überhaupt, wo du halt links und rechts die Dinger kaputt machst und dann einfach in der Mitte durchrennst. Ja, obwohl ich muss sagen,
ist halt, wie gesagt, das ist halt deine eigene Story, die du spielst. Und wenn der halt stirbt, der Solaire, dann stirbt er halt.